eher zur Wohnung gehören. Wo sind die? Name und Funktion bitte. Matthias Kühlbrand, Kreis Pressewart der Feuerwehr Landkreis Harburg. Herr Kühlbrand, wo sind wir hier und zu was ist die Feuerwehr hier alarmiert worden? Wir sind hier in Winsen im Gewerbegebiet Gutenbergstraße und die Feuerwehr Winsen ist im Erstalarm zu einer brennenden Lagerhalle eines fahrzeugherstellenden Betriebes gerufen worden. Auf Anfahrt der ersten anrückenden Fahrzeuge war schnell klar, dass es sich nicht um die Lagerhalle dieser Firma handelt, sondern um einen ehemaligen Baumarkt, in dem diverse Unternehmen ihre Sitze haben, unter anderem eine Motorradfirma, eine Transportfirma und ein Gas- und Wasserinstallationsbetrieb. Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte ein Teil dieses Baumarktes in voller Ausdehnung, sodass unverzüglich eine umfangreiche Nachalarmierung vorgenommen werden musste. Sind Personen zu Schaden gekommen oder wurden Personen vermisst? Es war in der Anfangsphase so, dass zwei Personen, die sich im hinteren Bereich dieser Lagerhalle wohnlich befinden, dort noch vermutet wurden. Diese Vermutung bestätigte sich schnell. Die Personen konnten allerdings von der Feuerwehr unverletzt aus dem Gebäude gerettet werden. Mit wie vielen Einsatzkräften sind Sie hier? Mit zwei Drehleitern und mehreren Wehren? Wir haben hier derzeit 5 Feuerwehren mit insgesamt 2 Drehleitern und über 100 Einsatzkräften vor Ort. Das Problem derzeit ist, dass das Feuer eventuell unterhalb der Dachhaut entlangläuft und sich aus Gebäude ausdehnen kann. Daher ist jetzt eine Riegelstellung in der Mitte des Gebäudes vorgenommen worden. Dort ist das Dach geöffnet worden und wird jetzt eingeschäumt. Und die Brandnester müssen jetzt im Inneren des Gebäudes von unten, also nicht von oben, vom Dach aus, sondern es ist nur die Möglichkeit, von unten diese Dachhaut zu öffnen und dort nach Brandnestern zu suchen. Kann man schon irgendwas zur Brandursache sagen? Die Brandursache ist noch unklar. Wir hatten zum Zeitpunkt der Alarmierung hier ein schwereres Gewitter. Ob nun dieses Gewitter mit dem Feuer zusammenhängt, können wir nicht sagen. Ist nicht auszuschließen, kann aber auch genauso gut ausgeschlossen werden. Wissen wir nicht. Keine Ahnung, muss ich mit Zahlen mitteln. Ist denn jetzt irgendwas von den Motorrädern oder drin in der Halle irgendwas schon zu Schaden gekommen? Für eine größere Schadenshöhe zu erwarten? Die Feuerwehr hat bei Eintreffen, wie gesagt, zuerst die Brandbekämpfung in dem betroffenen Teil vorgenommen. Parallel haben weitere Kräfte aus der Firma, wo die Motorräder stehen, die ganzen Motorräder ins Freie retten können. Die stehen jetzt hinter mir vor der Front der Halle, sodass dort keine größeren Schäden entstanden sind. Inwieweit jetzt insgesamt Schäden an dieser Lagerhalle entstanden sind, das muss geklärt werden.